Der Süddeutsche Rundfunk feiert Geburtstag. Vor 40 Jahren, am 11. Mai 1924, vormittags 11 Uhr, ertönte auf Welle 437 zum ersten Mal seine Stimme. Und zwar von hier aus, dem ehemaligen Stuttgarter Proviantamt. Max Haie, heute 79, war damals Funkstar. Entschuldigen Sie die Störung, aber ich möchte nur unseren Zuschauern den ersten Raum zeigen, in dem damals vor 40 Jahren der Süddeutsche Rundfunk gesendet hat. Hier stand das Mikrofon und dahinter war der Verstärkerraum, in dem die Technik war. Und die Wände waren mit Teppichen behangen, um den Schall zu dämpfen. Hier also wurde die erste Sendung gestartet und wie sich das gehört, mit einer Eröffnungsfeier. Der Direktor Dr. Bofinger sagte sie selber an. Der Flügel war nur ausgeliehen, man traute der Sache noch nicht. Auch wollten die vorsichtigen Stuttgarter keine Mark in ein Unternehmen stecken, von dem sie sich nichts versprachen. Mühsam brachte man 60.000 Mark zusammen, sparte und sendete. Mit einer Stärke von 1,5 Kilowatt. Wir mussten damals alles selber machen. Vor allen Dingen mussten wir feststellen, wie das Mikrofon stand, wie unsere Stimme im Mikrofon klingen würde. Und wir mussten bei lauten Tönen weiter zurückgehen, bei leiseren weiter vorgehen und sehr prononciert sprechen. So machten sie also Funk, die Mehrzweckkünstler von einst, der Max Haie, der Karl Struve, der Georg Ott, der Ernst Stockinger und die Hilde Binder, die Gerda Hansi, die Käthe Mann, der Hans Hanus, der Hans Hofele und der Albert Hofele. Es war für mich eine große Freude, wie wir damals hinausgefahren sind ins Land, in die kleinsten Städte von Württemberg, und zwar zur Hörwerbung. Wir haben dort bunte Abende veranstaltet und sind mit einem alten Maybach dann oft mit 8 und 10 Personen samt Instrumente hineingepfercht gewesen. Aber immerhin, wir sind an Ort und Stelle gekommen, haben dort unsere Abende veranstaltet. Und sehr schwierig war natürlich, wenn wir abends unsere 40 Mark, die jeden verbrauchen mussten, die mit der Auflage natürlich, dass sie verwendet werden. Denn wir mussten es ja belegen. Und wenn wir abends natürlich 40 Mark vertrinken mussten, das war schon etwas. Da musste man schon hinhalten, um dieses Geld damals zu verbrauchen. Aber wir haben an einem Abend oft 60, 80, 100 Hörer geworben. Jedenfalls hatte die Sache Erfolg. Man konnte das karge Proviantamt verlassen und noblere Räume am Charlottenplatz beziehen. Im ehemaligen Waisenhaus etablierte sich der Funk in einem Studio und 3 Zimmern. 1925 war er auf 14 Angestellte angewachsen, freilich ohne Techniker, die gehörten noch zur Post. Und ohne Direktor Dr. Bofinger, der den Stuttgarter Sender gegründet hatte und jetzt nur noch in Ausnahmefällen ansagte. Die Großstadt zwischen Wald und Reben war damals eine Kleinstadt voller Wald und Reben, mit stillen Winkeln wie der Schulstraße, in der es Kneipen gab und Wein von Fass. Oder den Bahnhofsplatz, von ganzen 2 Straßenbahnen und 2 Autos befahren. Und wenn Karlchen Struve, begleitet von dem 4-Mann starken Rundfunkorchester, das Lied von der Leberwurst sang, blieb er gewiss auf Stuttgarter Markung. Was ihn aber nicht hinderte, bunte Abende wellenforsch mit den Worten einzuleiten: Karlchen Struve grüßt die Welt. Zum Studio am Charlottenplatz war der Degerlocher Sender gekommen. Die Zahl der qualifizierten jungen Mitarbeiter wurde größer. Früh gehörte, hier links im Vordergrund, Josef Eberle dazu, der heutige Herausgeber der Stuttgarter Zeitung. Auch ich war 6 Jahre unschuldig am Rundfunk. Und zwar von 1927 bis 1933. Die Zensurbestimmungen waren damals streng. Politische Vorträge durften nicht gebracht werden. Und so hatte ich als Lektor der Vortragsabteilung sehr viele Absagen zu geben. Unter den vielen tausenden Briefen dieser Art erinnere ich mich an einen. Er lautete: Sehr geehrter Herr Adolf Hitler, von Ihrem Angebot am Süddeutschen Rundfunk einen politischen Vortrag zu halten, können wir leider keinen Gebrauch machen. Mit vorzüglicher Hochachtung, Josef Eberle. Ebenso beliebt wie billig waren damals die Fernempfangsprogramme aus Frankreich und Amerika, die Rolf Formis auf der Stuttgarter Welle verbreitete.
Zu den Sternstunden aber gehörten die Gastverpflichtungen berühmter Zeitgenossen wie etwa Leo Blech und Alfred Kerr, dessen Frau Julia Mörikes Märchen von der schönen Lau vertont hatte. Der erste Kapellmeister Emil Kahn dirigierte die Aufführung. Der Ulmer Fliegerhauptmann Köhl, der als erster den Ozean von Europa nach Amerika überquert hatte, besuchte den Schwabensender mit seinem Kameraden Hünefeld. Da gab es Rezitationen von Wüllner, Vorträge und Reportagen mit Eckerner aus den Luftschiffen Hindenburg und Zeppelin. Und wie die Stadt größer und größer wurde, wuchs auch ihr Sender, der in seinen Leistungen immer mehr erfüllte, was man sich einst bei der Gründung vorgenommen hatte. Bis dann 1933 kam und als Folge davon 1945 das Funkhaus war Ruine. Mit amerikanischer Hilfe fing man am 3. Juni 1945 als Radio Stuttgart wieder an, im ehemaligen Telegrafenbauamt. Bald waren die Studios in der Neckarstraße zu klein. Man fügte den Sendesaal Villa Berg hinzu, erstellte in dem einst königlichen Parkgelände Musik- und Hörspielaufnahmeräume und den bald beziehbaren Fernsehstudio-Komplex. Mit dem von 1954 bis 1956 errichteten Fernsehturm aber hat der Südfunk ein Wahrzeichen Stuttgarts geschaffen, das zu der Schwabenstadt gehört, nicht anders wie der Eiffelturm zu Paris. Und dabei ist der Süddeutsche Rundfunk nun gerade erst ins Schwabenalter gekommen.